Brandneue Prognosen und Informationen von Markus Krall. Er hat mal wieder ein Interview gegeben und dort hat er auch wieder kenntlich gemacht, dass die aktuellen Zahlen, besonders eine Kennzahl, in der jetzigen Zeit einfach nicht stimmig ist. Welche Zahl das ist und vor allen Dingen welche Prognosen er aufstellt, das werden wir uns in diesem Video ansehen. Wir können uns auf jeden Fall anschnallen, denn der Wirtschaft geht es weiterhin relativ schlecht. Wir sind immer noch in einem maroden System. Zwar ist die Bankenkrise so, wie er es gesagt hat, noch nicht eingetreten. Allerdings geht er auch davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Das heißt, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Das heißt, irgendwann wird der große Knall kommen. Das Kreditrisiko wächst mit jedem Tag, mit jeder Negativverzinsung, mit jedem Kredit, den man in die marode Wirtschaft reinpumpt. Und dementsprechend ist es laut ihm nur noch eine Frage der Zeit, wann dieses Kreditrisiko in den Bilanzen der Banken explodieren wird. Welche Zahlen stimmen allerdings jetzt nicht? Und wir hören immer wieder von Rohstoffknappheit. Wir hören immer wieder von einer expansiven Geldpolitik. Und er nennt hier eine schöne Argumentation. Warum hat man momentan eine extreme Geldentwertung, eine extrem explodierende Inflation? Weil die Zentralbanken sehen aufgrund von den steigenden Zinsen bei langlaufenden Bundesanleihen, gerade auch in Amerika, dort haben die einen Schock bekommen. Warum? Weil wenn die Zinsen steigen würden, dann wären die Länder einfach mal pleite, dann wären im Endeffekt die Drops gelutscht. Das heißt, im Endeffekt sieht er hier den verzweifelten Versuch. Die Zentralbank hat aufgrund von dieser Tatsache, dass sich ganz, ganz langsam diese Zinserhöhung aufgetan hat, die ziehen momentan alle Register, um mit weiterer Geldflut diese Krise zu verhindern. Und er spricht jetzt davon, dass im Endeffekt eine Riesenlüge in der jetzigen Zeit immer wieder aufgetischt wird, nämlich die geringe Inflation. Wir haben zwar 4% bei der amerikanischen Seite, wir haben auf der deutschen Seite ungefähr 2-3%, je nachdem, welche Branche man sich ansieht, aber diese Zahlen stimmen einfach hinten bis vorne nicht, denn er spricht bei Inflation alleine schon. Bei der Geldentwertung kann man von einer extremen Inflation rechnen. Er hat das sehr schön zusammengefasst. Alleine 800.000 Euro pro Sekunde werden von der Zentralbank momentan gedruckt. Also da kann man sich mal vorstellen, wie soll das denn funktionieren? Du hast auf der einen Seite hast du die Gütermenge und auf der anderen Seite hast du die Geldmenge. Und Inflation in seiner Definition und auch in der Definition von vielen Experten bedeutet ganz klar, wenn die Geldmenge steigt, steigt auch automatisch die Inflation. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, stell dir im Endeffekt einen begrenzten Gütermarkt vor, beispielsweise 10 Immobilien in unserer künstlich geschaffenen Beispielswelt und du hast auf der anderen Seite, hast du 20, 40, 50 Leute, die unendlich viel Geld haben. Ja, so kann man sich das aktuelle System vorstellen und die wollen jetzt ein Haus kaufen und auf der einen Seite gibt es eben nur 10 Häuser ja, und du kannst dir sicherlich vorstellen, was mit den Hauspreisen in dieser künstlich erschaffenen Beispielswelt passiert. Wird. Und genau das sehen wir in der Realwirtschaft ebenfalls. Wir haben begrenzte Güter und haben aber ein unbegrenztes Geldsystem und das führt zwangsweise laut Markus Krall zu einer Preisexplosion. Dementsprechend hat er es auch wunderbar beschrieben. Es geht nicht darum, immer nur die Erwartung zu messen. Also die Erwartung ist ja momentan, dass man sieht, man geht einkaufen und auf einmal kostet das Brot fünffach so viel wie vor der Krise. Dieser Prozessschritt, der wird laut Markus Krall erschwert später kommen und die eigentliche Inflation, die spielt sich momentan an den Rändern ab und damit geht er auf die sogenannten Assets ein, denn was passiert, wenn die Menschen mit einer sehr extremen Geldentwertung, mit einer Inflation rechnen? Genau, sie investieren in Sachwerte und das sind die Ränder seiner Meinung nach, die momentan florieren. Es wird wie verrückt momentan Immobilien oder Grundstücke gekauft, es wird wie verrückt Gold oder Silber gekauft, obwohl sie auch laut ihm etwas schlechter performt haben. Und es wird natürlich auch auf alternative Assets zurückgegriffen, wie beispielsweise Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Das heißt, man sieht hier eine ganz klare Inflationsexplosion an den äußeren Rändern und erst wenn dann dort alles ausgeschöpft ist und viele eben auch ihr Vermögen dort sicher in Sachwerten halten, dann wird die Welle kommen und wird in sich zusammenfallen. Das heißt, dann werden im Endeffekt die Preise auch für die Alltagsgegenstände steigen. Er sagt auch selber,
Man sollte sich jetzt eben auch langsam darauf vorbereiten, dass man im Endeffekt die deflationäre Phase schon längst verlassen hat. Also wir sehen es ja auch an den Rohstoffmärkten. Dort sind wir definitiv nicht mehr mit steigenden Preisen bzw. mit fallenden Preisen versehen, sondern im Gegenteil, die Preise explodieren dort auch regelrecht. Und man hat im Endeffekt auch das Gefühl, dass auch die Dienstleistungen momentan verhältnismäßig teurer werden. Das fängt an beim Friseurbesuch, der jetzt mittlerweile ja auch schon sehr, sehr teuer geworden ist. Das fängt aber auch an mit den Lieferdiensten, die immer wieder auch mehr verlangen. Auf einmal kostet die Kosten sind momentan auch explodiert, wenn man sich Essen bestellen möchte. Dementsprechend sehen wir hier auch wieder, wie wir mehr Geld ausgeben müssen und haben nicht unbedingt mehr Leistung. Dementsprechend ist es weiterhin spannend laut ihm, wie sich die Lage entwickelt. Irgendwann wird es dann auch der Letzte verstanden haben, dass es keinen Sinn macht, das Geld auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch zu horten. Und dann spricht er im Endeffekt von der Endphase bzw. von der Hyperinflationsphase. Und in dieser Phase wird der letzte Dominostein auch gefallen sein. Und dementsprechend könnte es zu der schwersten Rezession weltweit oder auch in Deutschland kommen. Das wiederum würde natürlich auch eine Massenarbeitslosigkeit, im schlimmsten Fall auch Massenarmut bzw. eine Unruhe entstehen lassen, von der wir uns heute wahrscheinlich noch nicht ausmalen können, wie sie konkret aussehen würde. Dementsprechend würde es mich interessieren, wie du zu diesen Gedankengängen stehst. Teil dieses Video gerne, um den Kanal zu unterstützen und noch mehr Menschen aufzuklären. Und dementsprechend sehen wir uns hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. Eine Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach eine Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold: Wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.